Öl ist, dann kann es einem total egal sein. Dann schneidet man da 1 Zentimeter drumherum weg und gut ist. Weil der Käse ist so hart, da kommen die Sporen nicht durch. Na, das geht nicht. Wir haben nicht die Kraft dazu, sich durch den Käse zu kämpfen. Klingt bescheuert, ist aber so. Bei Brot oder Obst und Gemüse hingegen, die sind weich. Das merkt man auch selber von der Konsistenz her immer, ne? Brot ist weicher als Hartkäse. Da kann man reinbeißen, ohne sich die Zähne kaputt zu machen. Oder Mandarinen, wenn die verschimmelt sind, dann kann man sich höchstens noch ein schlechtes Gewissen machen, warum man sie nicht gegessen hat, bevor sie schimmelig werden. Das ist so der Gedanke dann, aber sobald sie Schimmel haben, weghauen, weil gefährlich. Da muss man wirklich gut aufpassen dann. Aber bei den Lebensmitteln, wo es eigentlich egal ist, warum sollte man das wegschmeißen? Parmesan. Wenn ein bisschen Schimmel dran ist, ja mein Gott, schneidet man weg. Die Käsereibe, wenn man das wegschneidet, dann der Käsereibe ist es egal, ob ein paar Zentimeter weniger als vorher da sind. Wenn man den Käse dann zerrieben hat, merkt es eh keiner mehr. Davon abgesehen ist der Schimmel dann sowieso weg. Man muss wieder den Mut haben, zu wissen, wann man was noch essen kann. Es sind ja immer die ganz kleinen Dinge, die die Welt verändern. Und wenn jeder diese ganz, wenn jeder das mit den Haltbarkeitsdaten machen würde. Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat verboten, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Was die Auswirkungen davon sind, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Eine sehr wünschenswerte Auswirkung wäre ja zum Beispiel, dass die Supermärkte dann aufhören, überhaupt erst so viel in die Regale zu stellen. Weil man weiß es doch eh. So viel wie in den Supermarktregalen zu finden ist, so viel verkaufen die niemals. So viel wird nicht verkauft. Nicht mal in der Weihnachtszeit, wenn alle für 2 Wochen lang Vorrat einkaufen. Nicht mal da werden die Regale leer. Vielleicht bewirkt das neue Gesetz in Frankreich, dass man nichts mehr wegschmeißen darf an Lebensmitteln bei Supermärkten. Ja, dass einfach von vornherein weniger da ist. Das wäre ein guter Ansatz. Ein sehr guter sogar. Ob das passieren wird, das weiß keiner. Es bleibt halt zu hoffen, dass generell der Mensch zur Vernunft kommt, um festzustellen, dass das, was aktuell auf der Welt passiert, auf Dauer nicht gut gehen kann. Ich vermute, tief in sich drin weiß das sowieso jeder. Aber na, das funktioniert so in dieser Dynamik der Masse. Ja? Ich kann es nicht ändern. Ich bin zu klein dafür. Jeder weiß, es muss sich ändern, aber niemand hat den Mut dazu anzufangen. Oder öffentlich dazu aufzurufen, dass man es ändern muss. Und daran scheitert es dann letztendlich auch. Ist doch immer wieder das Gleiche. Der Anfang jeder Veränderung ist das Schwierigste. Sobald der mal geschafft ist, geht alles ganz schnell. Denkt man auch so, ja, man ist von der Schule fertig. Man hat jetzt die ganze Zeit Freizeit. Nichts zu tun. Und man will es eigentlich erstmal nicht ändern, weil es ist eine, na, vor allem nach, wenn man das Abitur gemacht hat, nach dem ganzen Büffeln und Pauken, ist es so angenehm, was zu machen und
also mal nichts zu machen, die ganze Zeit anspannen zu können. Und man will damit auch nicht aufhören. Und ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich die Bewerbung fürs Studium abgesendet habe. Ich habe auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich mich überhaupt für den Studiengang beworben habe, weil, warum? Ich habe doch Zeit. Und jetzt, wo ich denke, ich bin total froh, dass ich diese Veränderung gewagt habe. Ich wohne unter der Woche nicht mehr bei meinen Eltern. Oh Gott, das wird jetzt gefährlich hier. Ich bin etwas selbstständiger geworden, klar, oder ausziehen. Generell alles, was im Leben mit Veränderungen zu tun hat. Da nimmt der Mensch erstmal einen großen Abstand. Okay, gut, das funktioniert so nicht mit der Burg. Das kann ich vergessen. Alles, wo Veränderungen drin vorkommen, da macht man sich aus einen riesen Bogen drum. Ich brauche einen Wassereimer. Einen riesen Bogen drumherum, weil man hat immer Angst. Es ist eigentlich Angst. Es ist die Angst vor dem Neuen, die verhindert, dass man etwas ausprobiert. Weil es ist wahrscheinlich auch die Angst vor dem Neuen, warum auf der Welt nichts mehr weitergeht im Moment. Oh. Weil jeder einfach vor allem Angst hat. Das wäre jetzt interessant, so zu bauen. Ich könnte mein Hilfsgerüst aus Erde bauen, aber nö, hab keine Lust dazu jetzt. Ach Mist. Auch interessant, dass man doch Wasser durch keine Abbautexturen hat. So. Okay. Oh Gott, warte. Der obere Block hier, der muss wieder weg. Dann hier so eine hin. Gott, ist das eine Arbeit. Du meine Güte. Hier war das. Genau. Okay, und was auch immer wegnehmen. Ja, danke. So. Okay. Das dröhnt jetzt hier einfach nur so auf der Burg drauf. Das sind keine Absturzteile. Hätte ich vielleicht drüben auch nicht machen sollen. Wäre wesentlich einfacher gewesen, fällt mir gerade ein. Aber. Oh Gott, diese Wolke, warum? So. Ich glaube, ich habe jetzt wieder etwas weniger Konzentration im Bauen. Dafür wieder mehr aufs Reden.
Ich hasse es, wenn ich den Block zu früh setze. So. Warum sind jetzt hier Wolken? Ich will das nicht. Oh nein. Die Wolken sind jetzt gerade echt nervig. Oh, was heißt hier jetzt? Die Wolken sind grundsätzlich immer nervig. Davon abgesehen habe ich jetzt gerade ziemlich einen Durst. Ich trinke schnell einen Schluck. Und ja, wenn man als Student etwas lernt, dann sieht man gut bei 1,5 Liter Flaschen aus der Flasche trinkt. Das ist wirklich etwas, das lernst du nur als Student. Und wenn du das mal zu Hause ausprobierst, hast du da so Eltern, die da sagen, lass das, das macht man nicht. Oh nein, es war einfach nur ein Wolkenloch, in dem ich gerade war. Es geht weiter. Schade. Ich mag die Wolken hier nicht. In der Nacht sind sie besonders schlimm, weil dann sieht man noch weniger. Was man ohnehin schon sieht. Ich glaube, ne. Es tut mir leid, ich muss hier noch weiter runter. Aber hier kann ich dann zumindest schon mal wieder abstützende Elemente reinmachen und nicht mehr alles freischweben wie hier drüben. Also alles in den Berg verankert. Nenne ich jetzt mal lieber als freischwebend. Das klingt besser. Es ist nicht wirklich freischwebend. Das ist irgendwie so, dass es zu Newton sagt, leck mich am Arsch, ich widersetze mich deiner blöden Schwerkraft. Sondern es ist ja immerhin im Berg verankert. Mal ein bisschen berücksichtigen kann man ja die Gesetze der normalen Welt schon, wenn man realistisch und schön bauen will. Ich sage mich ohnehin schon in vielen Spielen genug. Weil man das bewusst nicht tut. Von den Entwicklern her. So eine Reihe, so mache ich noch. Alter, diese Wolke. Es ist so nervig. Ich könnte auch zwei, aber nur so ein Segment dann machen jetzt. Ich glaube, das ist besser. Dachte, dass ich nicht an Türme und an diese Stützpfosten da jetzt gerade nicht gebunden bin, weil ich die Mauer hier anders designe. Kann ich die auch viel besser positionieren. Alter. Please, Wolken. Wie lange geht denn das bitte noch? Ey, nee, oder? Das ist jetzt nicht... Alter. Wieso so viele Wolken? Ich sehe nichts außer Wolken gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe nur Wolken am Horizont. Das demotiviert einen so richtig.